Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Leute, ich habe gestern richtig schön verkackt. Ich habe nämlich ein richtig geiles Video für heute aufgenommen, wo es komplett um das Thema Lootboxen in COD ging. Also zum Beispiel habe ich dort auch ein Pack-Opening gemacht im Video. Ratet mal, wer seine Audiospur leider nicht mit aufgenommen hat. Hallo, ich war's. Ich habe darüber geredet, dass die wahrscheinlich in Black Ops 4 oder zumindest überlegen anscheinend in Black Ops 4 diese ganzen Ingame-Loot-Drops, also zum Beispiel jetzt, wo man die AN aus Kisten ziehen konnte, Vorratslieferung etc. pp., dass sie das vielleicht rausnehmen, nur noch kosmetische Sachen reintun und dass ich das geil finde, weil ich es unfair finde, Waffen zu ziehen. Da habe ich zum Beispiel auch über AW gesprochen, weil in AW konntest du ja krasse Waffen ziehen, die besser waren als die Originalwaffen ziehen, wie zum Beispiel die BAL Obsidian Steed oder die ASM1 Speak Easy. In Black Ops 3 zum Beispiel konnte man zwei Waffen ziehen, die auch gut waren, wie die XMC oder die KVK, also die AN, aber letztendlich sind die Ingame-Waffen, die vorher drin waren, schon noch ein kleines bisschen besser, finde ich. Ich weiß nicht, also ich finde so eine Manowar ist immer noch das stärkste Sturmgewehr und die VMP ist für mich unterm Strich auch immer noch das beste SMG. Aber trotzdem konnte man Waffen ziehen. Und ich finde das gut, dass die das jetzt wie bei Fortnite machen und also vielleicht überlegen, wie Battlefield 1 zum Beispiel hat gesagt, wir machen nur noch kosmetisch, so macht es ja Fortnite auch, also nur noch kosmetisch. Das heißt, keine Waffen mehr, die Waffen sind dann für jeden und wenn die das machen, da haben sie auf jeden Fall Überlegungen angestellt. Auch die DLC-Maps sollen vielleicht kostenlos werden. Fände ich das richtig, richtig gut, Leute. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso ist das Video jetzt so, wie es ist und so. Ja, einfach, weil ich jetzt einfach Bock hatte, das jetzt trotzdem aufzunehmen. Sonst wäre jetzt nämlich kein Video gekommen und das hätte mich ein bisschen geärgert. Ich habe nämlich gerade eben, als ich schneiden wollte, gemerkt, da hat Marcel zu dem Scorpion leider nicht die Audiospur mit aufgenommen. Die nächste, glaube ich, spiele ich jetzt egal, was ist. Auch mit der KVK werde ich jetzt zocken. Und ja, ich wollte was ansagen und zwar, ich habe jetzt ja relativ lange jetzt noch den COD-Mod allein durchgezogen, Anton hat viel zu tun gehabt, dementsprechend waren die ersten Wochen zusammen und jetzt die letzte so ein bisschen alleine. Für mich ist jetzt der COD-Mai auch quasi vorbei, es ist zwar jetzt noch, sind auch 3 Tage, aber morgen wird ein richtig, richtig geiles Projekt angekündigt, das werdet ihr auf jeden Fall auch feiern, Leute. Und nein, es wird nicht kein COD mehr kommen, um das direkt mal zu sagen, nicht, dass wir direkt alle Angst kriegen, oh Gott, Leute, diese Lobby hier, die war es wirklich komplett, Alter. Ich glaube, das ist die beschissenste Lobby, die ich mir jetzt gerade vorstellen könnte zu spielen. Also Leute, morgen wird das angekündigt, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal richtig fett drauf freuen, Leute. Das wird richtig cool. Ob jetzt noch Daily COD kommt, wahrscheinlich erstmal eher nicht, weil ich war fast gestorben. Hier ist jemand, oder? Nur der? Da hinten ist ein Sniper oder so, ne? Ja, was für eine beschissene Lobby, um rein zu joinen, Alter. So schlimmer geht's nicht. Ich hätte mal nicht sagen sollen, dass ich die nächste Runde spiele. Na egal, Leute, okay. Den haben wir schon mal. Ist hier jemand noch? Ich wusste es und ich wollte in das Bett gehen und gehe aufs Bett. Alles klar. Naja, Leute. Weil der COD-Mai sollte eigentlich mit Anton und mir zusammen sein. Und ja, die letzten Tage, keine Ahnung. Fand ich... Ist ja nicht Antons Schuld, ne? Nur mir jetzt alleine nicht so... Also mir die Videos mit ihm zusammen haben mir ultra Spaß gemacht. Alleine haben sie mir nicht so ultra Spaß gemacht. Und deswegen, ja, ich habe einfach Bock auf ein neues COD, Leute. Ich vermute mal, dass Scorpion Plays ab... Also, was heißt ich vermute? Ab dem nächsten COD und ab der Beta wird es sowieso wieder komplett abgehen. Aber bis dahin gönne ich mir so ein bisschen Scorpion Plays Urlaub. Das heißt, es kommen trotzdem Videos. Aber es kommen vielleicht mal ein paar andere Games, also auf die ich halt eben Bock habe. COD wird natürlich immer noch Hauptbestandteil bleiben, ist klar. Aber ihr werdet morgen schon sehen, was ich dabei... Nein, nicht. Und das werdet ihr auf jeden Fall nice finden, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und die werden absolut 100er Prezi weggeaimt, die Jungs gerade. Das war es auf jeden Fall komplett. Ja, du bist aber ganz schön... Ah, ganz schön mutig ist, dass sich da noch getraut hat. Und ja, gleich kommt natürlich noch eine komplette Runde, Leute. Jetzt ist die auch endlich vorbei. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Runde. Jetzt bitte snipe mich nochmal jemand. Na gut. Immerhin positiv gegangen, dieser Dreckslobby. Und ja, Leute, also freut euch auf jeden Fall darauf, dass coole Sachen kommen werden. Auch viel COD, Leute. Macht euch da keine Sorgen. Aber jetzt kommt erstmal ein neues Projekt. Ab morgen wird es dann angekündigt. Und ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Bock auf noch eine Runde zocken, Alter. Ich bin krass. Guck mal, ich habe gestern so lange gebraucht, um das Thema zu erzählen. Ich habe sogar gestern fast 2000 Kryptos ausgegeben. Also um dann zu merken, dass die Aufnahme nicht lief. Das war echt belastend. Aber ich habe das Thema so langsam erzählt. Und jetzt ging es einfach mal extrem schnell. Und ich wusste genau, was ich sagen wollte. Es war quasi gestern Generalprobe, könnte man sagen. Das ist so eine Kacklobby, oder hier? Ja, ich habe die höchste KD, aber es sind auch viele Noobs, aber ja, dieser Kasura und Killerbean, sind die eine Party? Ist da einer raus von denen? Nee, ist er nicht. Sind die eine Party? Nee, aber er ist auch, okay, er spielt Solo. Ich muss immer die Lobby ein bisschen überprüfen, weil ich habe jetzt keinen Bock. Ich werde eh gegen ihn spielen jetzt, gegen diesen Kasura. Ja, was soll's, Leute, dann gönnen wir uns den Hasen halt mal gegen ihn. Wird man nichts machen können, es wird so sein. Also es wird unmöglich sein, dass ich jetzt mit ihm in einem Team bin. Das geht gar nicht. Wahrscheinlich wird er auch noch mit Killerbiene sein. Und ich werde dann das letzte Drecksteam bekommen. Gucken wir doch mal, ob es mal wieder fair ist. Ich habe die Killerbiene immerhin bekommen. Ja, also dann werden wir das jetzt einfach mal so zocken gegen diesen Kasura.
Ja, Leute, also, wie gesagt, ich will auch mit Anton gerne mehr Gaming zusammen machen. Er meinte gestern zu mir, er ist erstmal jetzt nicht so krass mehr, wahrscheinlich im Gaming-Bereich, also jetzt nicht so ultra krass viel, weil er halt auf Viscabasa jetzt durchziehen will, was ich auch gut verstehen kann. Ich habe ja auch Hauptkanal ein bisschen bevorzugt die letzten Monate. Aber wie gesagt, Leute, ich bin einfach auch ein bisschen in so einer Wartestellung jetzt. Den Fortnite-Hype habe ich verpasst und COD. Ich will einfach, dass Black Ops 4 kommt, damit ich da wieder alles übernehmen kann und richtig Gas geben kann, Leute. Da freue ich mich extrem drauf. Natürlich, wie gesagt, ich werde den Kanal bis dahin nicht sterben lassen. Gar nicht falsch verstehen. Aber der Hase muss erstmal in die richtige Richtung laufen mit dem neuen COD. Und ja, AN Power wird jetzt gezogen, Leute. Man kennt den Hasen. Ich zeige die Waffe einfach auch, weil es zu diesem Thema Loot Drops ganz gut gepasst hat. Man muss natürlich sagen, letztendlich ist die Waffe zwar geil, aber nicht so gut wie eine Manowar oder wie eine VMP, finde ich. Na klar, ist sie vom Prestigewert her ein bisschen krasser so. Aber geht es nur darum? Eigentlich nicht. Es geht ja darum, ob eine Waffe quasi gut ist. Ob man damit gut schießen kann, ne? Letztendlich ist das, what it's all about. Natürlich ist es eine gute Waffe, Leute. Gar nicht falsch verstehen. Kasura muss ein bisschen schneller laufen. Oh, warte. Stopp. Ich bin, glaube ich, richtig. Ja, das war richtig, richtig blöd. Das will ich sehen. Ja, wir haben es. Ey, also mehr Pech geht nicht. Erstens laggt er wie Sau, dann tausche ich mit meinem Team jetzt noch Plätze und hole mir den Free-Tod, Leute. Das war's mal wieder komplett. Na, du bist, hast Timing kassiert. Aber eingeaimt bin ich heute, ohne gespielt zu haben. Es gibt so Tage. Ja, sauber, Digga. Und den kriege ich nicht, wenn den Kill war. Alles klar. Hier schön hochspringen. Wow, Digga, mach ernster. Mach noch ernster. Wo ist der Typ? Ich wusste es, es ist Kasura, weil er so läuft wie so ein Tryhard, Mann. Jetzt seht ihr mal, ganz uncutted, Leute, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Seht ihr mal, wie so Marcel auch mal aufs Maul kriegt, wenn's so läuft, ne? Man kann ja nicht immer nur zeigen, wie es gut läuft, muss aber auf die Fresse. Ne, das Traurige ist, tatsächlich im Video, welches jetzt gestern nicht kam, habe ich mit der KVK irgendwie eine 10er KD oder so erspielt. Das ist so richtig belastend. Und natürlich ist die gesamte Spur weg, alles weg. Es musste genau. Jetzt kommt er, holt mich mit Shotgun in 3, 2, 1, meins. Ne, noch nicht? Okay. Okay, vielleicht retten wir uns ja nochmal. Wie gesagt, richtig bitter war das. Gameplay war richtig geil. Alles war geil gestern. Und der Hase wird dann so belohnt, dass die Datei gemutet ist. Aber es war auch nicht mal mein eigener Fehler. Ich würde sonst jetzt sagen, dass es mein Fehler war. Aber es war einfach so: Mein PC hat sich neu gestartet. Warum auch immer. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Hat sich neu gestartet. Und als Konsequenz von diesem Neustart wurden einfach meine gesamten Aufnahmesettings zurückgesetzt. Und ich war so, Digga, willst du mich jetzt komplett verarschen eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Und Kasura hat auf jeden Fall gute Con, Alter, dafür, dass er da jetzt nicht gestorben ist. Natürlich habe ich wieder richtig schöne Tryhard-Gegner. Ach, so muss das doch sein, Leute. Da freue ich mich doch persönlich immer am meisten drüber. Ja, das war blöd. Hat er genau die halbe Sekunde, die er hatte, mich zu holen, hat er genutzt, ne? Es ist halt so krass, ich habe in BO4 einfach alles gemacht, was man machen kann. Wirklich alles. Was habe ich in dem Gameplay? Ich hab keine Ahnung, wie viele Black Ops 3 Videos habe ich? 700? Ich tippe mal 700 Black Ops. Nur Black Ops 3 Videos habe ich hundertprozentig. Und dann ist halt irgendwann auch mal so der Punkt erreicht, da denkst du dir so, it was at this moment, Marcel knew, he doesn't fuck up, but he doesn't know how to go on, you know what I mean? Der holt natürlich nur mich, oder? Ist das richtig? Ist das korrekt? Ah, ne, Teammate war mal am Start. Sauber. Okay, die spawnen hier. Das heißt, Teammate ist hier ein bisschen im defensiven Modus. Und das ist wirklich ein Gegner. Wie geht das, dass da ein Gegner kommt? Krass. Im Übrigen, was ich richtig krass fand, wir hatten ein Video voll vorproduziert. Das war das AW-Video mit der Sniper-DNA. Und ich konnte mich daran nicht erinnern, dass ich eine Sniper-DNA gemacht habe. Ich mache das Video an und sehe das Gameplay zum ersten Mal. Und dachte mir so, alles klar, Digga, wahrscheinlich habe ich eine Sniper-DNA gemacht und weiß es nicht mehr. Also das war wirklich faszinierend. Oh, das war nice. Das war richtig in your face. Nein. Und dann kommt da wirklich noch einer. Alles klar. Ich bin sogar der Beste in der Lobby. Wie geht das? Ich spiele so schlecht. Krass, ey. Das ist aber wie Fahrradfahren, das Game. Ich will noch ein Video machen jetzt bald, wo ich Black Ops 4 Movement in Black Ops 3 anwende. Das heißt, oh, warte, kann ich das retten? Nee. Wo ich quasi dann so ein bisschen darauf achte, dass ich nicht thruste, sondern nur slide und weil sonst sieht das Spiel ja BO3 schon recht ähnlich, zumindest was man jetzt gesehen hat. Und einfach mal so ein bisschen ausprobieren, ob die Games, ob man das so spielen kann überhaupt. So ein Vintage-Movement-mäßig. Es gab ja in AW sogar einen Modus, wo du die Jetpacks ausschalten konntest. Aber ich meine, das hat auch keine Sau einfach gespielt, so. Hier ist doch einer, oder?
Das wird jetzt mal ein besserer Tempest, gefährlich, sonst raste ich aus. Nein, guckt euch das an, wie schnell er mich geholt hat. Nein. Das ist Weltklasse Gameplay jetzt gerade am Start. Hat er diese neue Waffe, gib mir die mal. Ich hab die noch nicht ausprobiert. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt einfach eh durch die Schwebe. Oh wow, das muss ich sehen. Warte. Oh, okay. Sense ist auf jeden Fall nicht schlecht, Leute, ne? Kann man nicht sagen. Ich glaube, das ist das schlechteste. Also wenigstens das schlechteste Gameplay, was ich je hochgeladen habe. Immerhin, ist doch auch eigentlich, ist doch eigentlich auch was. Also sonst immer so die guten Gameplays, so wie neulich. Aber jetzt muss man das schlechteste Gameplay raus. Ich meine, es wird auch langsam mal Zeit. Ne? Es wird langsam auch mal Zeit. Ich werde absolut gefickt gerade. Ich werde komplett in den Arsch gebumst. No Homo Basis. Ja, ich kann nicht mal den Kantenslide mehr. Ich spiele jetzt auch nur noch so. Ich will jetzt auch gerade nur noch sterben. Kennt ihr das? Ich werde auch von hinten sterben, bevor ich ihn hole, oder? Ja, natürlich. So, das war jetzt noch ein Slide hier. Jetzt ist auch dann wirklich Slapstick, ne? Das ist Slapstick, guck mal. Da kannst du auch nichts mehr machen. Dann. Ja, 14-13 ist auch eigentlich eine nice Runde so. Ich finde, man kann sich darüber jetzt nicht beschweren. Aber es geht für mein Ego eh nicht. Ich werde eh noch eine Runde dranhängen. Aber ich will Uncut machen wenigstens. Aber jetzt werde ich halt totgefickt. Das kannst du doch keinem zeigen, Mann. Eieiei, Digga. Das ist ja todeskrass, Mann. Wie ich jetzt gerade... Ich spiele jetzt so lange, bis ich eine gute Runde habe. Und wenn es 4 Stunden dauert, dann dauert es 4 Stunden. Eieiei, meine Fresse. Was ist das für eine Runde gewesen, ne? Das kannst du ja niemandem erzählen, kannst du das? Kannst du niemandem erzählen. Ist das eigentlich noch alles richtig eingestellt hier? Ist die Elgato noch auf minus 20 Dezibel oder ist das Video jetzt verkackt? Ne, ist noch, okay. So, was ist das hier? Lucker Slays und Lucker Slays, Digga. Was ist der Unterschied? Einmal mit I und einmal mit L geschrieben, vermute ich mal. Digga, bevor ich die Lobby spiele, Alter, niemals. Scheiß Skill-Based Matchmaking, Leute. Ich hasse es, wirklich. Ja. Och Gott, Mann, ich kann jetzt nicht Nuketown spielen. Gib mal jetzt noch irgendwas. Ja. Exodus wahrscheinlich, oder? Ah, Aquarium. Es wäre natürlich die zweitbeste Map. Eine schöne Runde Aquarium, Leute. Ach, ich glaube, das ist die Map, die ich am wenigsten mag in BO3. Hands down, Alter, ohne Scheiß, Mann. Das ist doch echt eine belastende Map. Naja, spielen wir jetzt aber nochmal die Runde. Wenigstens mal eine vernünftige Runde. Vielleicht mal mit der XMC oder so, je nachdem. Damit ich jetzt nicht nur die AN vergewaltigt habe und auch noch mit ihr schlecht war. Hoffentlich läuft die Runde noch nicht so lange. Alter, boah, es ist so heiß draußen. Wie krank ist das eigentlich? Wie heiß ist das jetzt mal ohne Witz? Das ist so crazy, Mann. Ich bin so am Sweaten. Ich lade auch die ganze Zeit nebenbei ein Video hoch, glaube ich, oder? Oder habe ich schon hochgeladen? Alles klar, Digga. Das war's komplett. Ja, wow, geile Runde hier. 43-77. Wuhu! Team Deathmatch. Boah, ich schreibe mich jetzt mal ein bisschen an, Alter. Ich habe auch eben nur rumgeslickt, man nur aufs Reden konzentriert. Okay, besseres Aim geht nicht, aber er hat welche Waffe? Die Manowar. Und das ist halt eben der Beweis. XMC gegen Manowar. Jetzt kommt hier einer. Oh, hast den Zeitsprung gut geused, ja. Und jetzt wurdest du trotzdem geholt. Boah, Alter, er... Gott, oh Gott, hinter mir ist jemand. Er ist wirklich außenrum geschwommen. Was ist das für eine Lobby, Alter? Jetzt seht ihr mal, das ist jetzt mal Uncut. Genauso läuft jede COD-Aufnahme. Für jeden COD-YouTuber. Man sucht Lobbys, Alter. Es ist so krass, Mann. Egal, heute mal Real Shit. Der Real Shit live in Farbe, Alter. Gucken, wer jetzt noch dran ist. Wahrscheinlich 10% der Zuschauer. Wieder nachjoinen? Oh ne, diesmal haben wir nicht nachgejoint. Und Stronghold. Die Runde nehme ich jetzt, Alter. Wenn ich jetzt verkacke, bin ich selber schuld. Ja, von KD ist auch eine saubere Lobby, Alter. So. Also. Stronghold. Team Deathmatch.
Schöne Runde auf euren Nacken. Jetzt läuft's. Mal schön von Anfang an spielen. Mit Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft, Leute. Ne? Kennt er doch. Kennt er. Boah, Stronghold alleine. Wie oft habe ich wohl schon auf meinem Kanal die Map Stronghold gezeigt? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Was ist denn das da? Was ist denn das? Ist das ein. Sieht aus wie ein Grafikfehler hier. Ist aber keiner. Okay, Leute. Let's get it started. Come on. M8, gute Idee, Fragezeichen. Wir werden es gleich sehen, Ausrufezeichen. Ja, wobei, nee, 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 komm. Komm. Ich nehme jetzt PPSH, Alter. Guck mal, ob ich das bereue. Ja, ich bin auch der Einzige, der spawnt. Das ist auch nicht schlecht. Da kann man sich wenigstens mal was gönnen hier. Komme ich hier schnell genug rüber? Ja, der Slide saß. Deswegen müsste ich jetzt eigentlich hier sein. Hinter mir ist auch einer. Und erstmal den. Dann den. So, Leute, ich mache jetzt keine halben Sachen mehr hier. Ist hier jemand? Ah, das ist doch nicht möglich, Digga. Als ob, Digga, war ich gecalloutet oder was, Mann? Alter, ich habe noch nie so einen M8-Reflex gesehen in meinen 24 Jahren auf diesem gottverdammten Planeten, Mann. Okay, so, let's go. Lol. Hab ich natürlich gesehen, dass da noch einer war. Da ist keiner. Hier ist keiner. Ja. Laufen wir mal hier lang. Schön jetzt hier einen Kantenslide auspacken, der mich wahrscheinlich tötet. Guck mal, Leute. Guck mal, wie er nicht challenged, ne? Das ist so frech. Okay, jetzt hier schön schnell rüber, weil jetzt. Ja, zwei habe ich mir noch geholt, Alter. Auch wenn ihr zu dritt wart, ist mir scheißegal. So, Tempest ist angesagt. So, schön aus dem. Digga, Tempest ist so geil, wenn er sich festfrisst, ne? Wenn er sich so richtig festsaugt. Gegner spawnen, war es komplett oder kommt da noch was? Na, hier vielleicht. Ist das jetzt echt hinter mir gespawnt? Das kann ich mir nicht anders erklären, oder? Der Typ ist nicht tot, ne? Ey, Leute. Haben wir auch noch Gegner, oder? Okay, nice, komm. Jetzt haben wir wenigstens mal eine Viererquote am Start. Gucken wir mal, ob wir die noch ein bisschen. Ja, Alter, wie es alleine steht in der Lobby, ne? Hier kommt doch safe jetzt jemand, oder? Mit der PPSH auch noch. What the fuck, war das ein Gespenst, oder? Schnell jetzt hier abfangen. Absolut veraimt. Egal, den hole ich mir. Lol, wie sie sich in eine Reihe gestellt haben. Digga, noch nie so ein Glück gehabt in 23. Nee, 24 Jahren war ich natürlich. Okay. Wo ist der andere? Ich dachte schon, er sitzt hier noch in der Ecke. Okay, so. Kriegen wir noch eine Drohne erspielt? Ja, wenn der jetzt stirbt, der Typ, dann habe ich allein schon deswegen eine Drohne. Wehe, du challengest mich jetzt. Alter, das gibt's doch nicht. Boah, ich muss ihn so outplayen, diesen kleinen Fuchs, ne? So, den haben wir. Drohne haben wir auch erspielt. So, ich warte jetzt mal hier entspannt. Okay, sauber. Jetzt vielleicht einfach mal Glück haben. Ja, jetzt haben wir auch mal unsere Streaks hier. Der ist schon wieder reingelaufen. Ich glaube, da hinten ist noch einer, oder? Danke. So, ich sag doch, ich kann auch eine gute Runde produzieren, ne? Ist ja nicht so, dass es nie klappt. So, jetzt bitte nicht, dass du mir jetzt schon entgegenspringst. Wow, Digga. Okay, ich habe keine Muni mehr. Gib mir mal das hier. Hinter mir ist einer. Oh mein Gott, Timing kassiert. So, gib mir mal die beiden hier. Danke. Jetzt weiß ich auch, wo die spawnen. Und zwar schön hier. Könnte sogar sein, dass es zwei Kills werden. Nein, das gibt's nicht, Digga. Oh, dass er da sitzt. Na, da kriegt man Bauchschmerzen. Ganz schwere Bauchschmerzen. Okay, 5er KD habe ich jetzt am Start. Alles andere wäre aber auch wirklich frech. Schloss. Boah, Digga. Alles klar, das sind wahrscheinlich drei Gegner, oder? Okay.
Komm, jetzt packen wir mit ein bisschen Selbstbewusstsein die M8 aus. Gucken, ob der Typ da noch campt. Was denkt ihr? Denkt ihr, der campt noch? Oh, Alter, mach doch nicht so, Mann. Wie ernst, Alter. Krass. Ja, du hast dich blöd hingestellt. Nein, Digga. Willst du mich verarschen? Alles klar, wahrscheinlich holt er mich jetzt, denkt er, ne? Okay. Nochmal, für alle den Special-Trick, den die noch nicht kennen. Man kann da rüber gucken, aber man muss halt dann auch Aim haben. Da hinten ist nur noch safe einer. Nochmal einen Tempest auspacken hier. Zack. Lecker. Jetzt wahrscheinlich hier nochmal. Sauber. So. Auch der schmeckt. Auch der schmeckt. Ich pack weg. Schade. Packen wir mal die Hellstorm aus. Oh, genau dich will ich aber. Verstehst du das? Okay, einer kommt jetzt hier. Na, wo bist du jetzt? Zurückgegangen. Sauber. Die spawnen hier. Kurz wieder zurückziehen, muss eigentlich ganz easy spielen. Jetzt ist einer wieder hier durch. Wartest du hier? Ja, der Noob wird wahrscheinlich sterben, würde ich mir vorstellen. Deswegen mache ich mich schon mal bereit. Okay. Der wurde geheatwaved oder er wurde geheatwaved, okay. Noch 4 Kills. Ich glaube, die Runde ist ganz okay vom Score, oder? Was war's wirklich komplett? Jetzt aber noch einen letzten, komm, gib mir den letzten noch. Also 34,5 ist die letzte Runde dann doch noch geworden, also doch noch einigermaßen okay, Leute. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall gerne die letzten Videos ab. Haut rein, bis dann und ciao.